Guten Morgen, ihr Geliebten des Herrn. Die heutige Losung finde ich wieder sehr ermutigend in die heutige Zeit gesprochen. Ich lese aus Daniel 6, Vers 27 und dort den letzten Teil. Er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich. Der Lehrtext dazu aus Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Ja, die Geschichte, aus der diese Tageslosung heute stammt, die ist so ziemlich jedem irgendwie bekannt, der mal im Kindergottesdienst war eine Zeit lang oder der vielleicht hier zur Schule gegangen ist in unseren Breitengraden und Religionsunterricht hatte und ja, das nicht jetzt gerade in den letzten paar Jahren war. Daniel in der Löwengrube. Daniel hatte seinem Gott die Treue gehalten. Er ist noch nicht mal angeklagt worden und in die Löwengrube geworfen worden, weil er irgendwas Böses getan hätte. Nein, es waren hinterlistige Menschen, die waren neidisch auf seinen Erfolg oder auf seine Beliebtheit oder was auch immer, auf seine Beziehung zum Herrn. Und dann haben die sich überlegt, wir werden Daniel nicht anklagen können. Wir werden keinen Grund finden, außer seiner Treue zum Gesetz seines Gottes. Also man kann ihm nichts vorwerfen, außer dass er seinem Gott treu ist. Und dann sind sie zum König gelaufen und haben gesagt, ey, wir möchten, dass du ein Gesetz erlässt, wo jeder, der etwas von jemand anderem erbittet, als nur von dir, dem König allein, der soll in die Grube geworfen werden. Naja, es kam, wie es kommen musste, und er wurde erwischt. Als er seinen Herrn um etwas bat, beziehungsweise zu ihm betete. Dann ist der Daniel angeklagt worden und er ist in die Löwengrube geworfen worden. Jeder weiß, was dort passierte. Daniel wurde davon verschont. Es wurde ihm kein einziges Haar gekrümmt, weil ein Engel den Löwen die Schnute zuhielt. Also, sie konnten ihm gar nichts anhaben. Er kuschelte quasi die ganze Nacht mit so ein paar Löwen. Und als der König das am nächsten Morgen sah, dass er verschont blieb, und eigentlich mochte der König Daniel auch, und er wusste auch, dass er sich nichts zu Schulden hat kommen lassen. Als er dann am nächsten Morgen kam und sah, dass Daniel nichts passiert war, da sagte der König dann, es wird ein Gesetz erlassen, dass alle diesen König anbeten sollten, dem der David angehört. Viel Freude zuvor. Das ist mein Befehl, dass man überall in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Da ist es wieder, das Fürchten des Gottes, das ist hier, ob bewusst oder unbewusst, warum auch immer, weggelassen worden in der Tageslosung. Aber da ist es doch drin, eigentlich hat dieser Gott diesem König überhaupt nichts getan. Warum sollte er ihn fürchten müssen? Nun, er fürchtete ihn und er wollte, dass sein ganzes Volk ihn fürchtet, weil er gesehen hat, welche Macht dieser Gott hat. Er hat die Macht, Engel zur Seite zu stellen, wenn man diesem Gott angehört. Er hat die Macht, alles für dich zu tun, was dir hilft und alles zu tun, was ja die aufhält, die gegen dich sind. Das kann einem schon Angst machen, wenn man dann gegen diesen Gott oder gegen
diese Leute dieses Gottes ist. Und ich finde das so beruhigend. Wie schwer ist es in der heutigen Zeit, an diesem Gott festzuhalten? Wie schwer ist es in der heutigen Zeit, eine eigene Meinung zu haben, den christlichen Glauben zu leben, ohne dass man verlacht wird, ohne dass man ein Leugner für irgendetwas hingestellt wird? Oder wie schwer ist es, in der heutigen Zeit seinen Glauben zu leben und zu vertreten und zu vermitteln wollen, was unser Gott als richtig und als falsch ansieht, was ja ihm die Ehre gibt, ohne dass man gleich mit so einem kleinen Suffix phob erschlagen wird, als fremdenfeindlich oder als andersartig feindlich dargestellt wird. Auch wenn das alles nicht der Fall ist, auch wenn du niemandem was getan hast, auch wenn du einfach nur eine Meinung hast und nach dieser Regel, die dein Gott dir aufgestellt hat, lebst. Du brauchst niemandem etwas tun. Du brauchst nur einen festen Glauben haben und du brauchst nur diesem Gott folgen und schon hast du echt auch heute schon ein paar Probleme. Die allermeisten Menschen merken das gar nicht, weil sie gar nicht so eng an diesem Gott dranhängen. Aber ich kann euch sagen, es wird eine Zeit kommen. Es wird eine Zeit kommen, wo auch wir uns wieder entscheiden müssen, wer unser König ist, wem wir uns unterwerfen wollen, wen wir anbeten. Es wird eine Zeit kommen, wo man uns wieder nötigen wird, anderen Göttern uns zu unterwerfen. Ja, ich glaube, im Moment ist das gar nicht nötig gewesen, weil wir uns fast alle anderen Göttern unterworfen haben. Ob es der Mammon ist, ob es irgendwelche Macht ist, ob es irgendwelche Personen sind, ob es Könige sind, ob es diese Demokratie ist, wo jeder von jemand anderem abhängig ist. Wir haben uns alle solch einem Irrsinn unterworfen. Und wo sind die Menschen, die sich wirklich Gott unterworfen haben? In diesem Jahr 2020 merke ich, dass es eine ganze Reihe von Christen, einschließlich mir selbst, gibt, die zurückfinden zu diesem Gott, die sich wieder neu ausgerichtet haben auf diesen Gott. Ja, zugegebenermaßen, vielleicht auch durch diese Krise. Bei mir persönlich letztlich auch durch andere Krisen, wo diese Krise am Ende der Fahnenstange stand. Aber ich glaube, das ist auch am Ende nicht so entscheidend. Wir stecken noch alle in dieser Krise drin. Und wir haben alle noch diese Chance. Wir haben alle noch die Möglichkeit, aufzuwachen und zu sehen, was hier draußen abgeht. Und wem wir uns zuwenden sollten in dieser Situation, in dieser Notlage. Lasst uns doch nicht aufhören, den zu bitten, der allmächtig ist, der uns liebt und der einfach nur für uns da sein will, der eine Beziehung mit uns führen will. Ja, ihr Lieben, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns diesem Gott zuwenden, der uns vor aller Not bewahrt. Egal, ob es Löwen sind, die uns auffressen wollen, kleine Viren oder mächtige Personen und mächtige Anordnungen von mächtigen Personen, die uns dieses Leben schwer machen wollen. Vergesst nicht, wer Himmel und Erde geschaffen hat. Vergesst nicht, wer euch geschaffen hat, uns geschaffen hat. Vergesst nicht, wer uns all das, worauf wir heute zurückgreifen können, gegeben hat, aus seiner Gnade. Vergesst nicht, dass alles ihm gehört. Und vergesst vor allem nicht, dass Jesus Christus immer derselbe ist und bleibt. Gestern und heute und in Ewigkeit. Er will und wird, wenn du dich auf ihn einlässt, eine liebevolle Beziehung zu dir führen. Er wird dein Leben retten. Er wird dir Frieden geben.
nicht einen Frieden, wie die Welt ihn dir geben kann, nicht wie Personen ihn dir geben können, die du vergötterst, die du ansiehst wie Heilige. Er wird dir einen Frieden geben, der höher ist als alles, was du dir vorstellen kannst. Und er ist auch der Einzige, der deine Seele retten kann. Und er wird es tun. Und er sieht dein Herz an. Und er wird dir diesen Frieden und diesen Segen bringen. In Jesu Namen. Amen.